der Weg zu deiner inneren Heimat. Wie schon erwähnt, baut jede Übung auf die andere auf, beginnend mit der ersten Übung. Du kannst mit deinen Gedanken bewusst etwas wollen. Ob es dann auch so geschieht oder umsetzbar ist, zeigt sich, wenn du es tust. Dass du oft etwas unbewusst tust, erkennst du erst, wenn du aufmerksam beobachten lernst, was du gerade sagst, tust, denkst oder fühlst. Hier kommt das Unbewusste wieder ins Spiel. Das Unterbewusstsein ist angebunden am unermesslich großen Ganzen. Daraus schließt sich, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, etwas zu erreichen oder zu gestalten. Wie kannst du nun aus dieser Fülle schöpfen? Es ist die Vorstellungskraft, welche dieses Wunder zustande bringt. Die Visualisierung ist der Baustein für dein zukünftiges Leben. Die Begrenzungen setzt du dir selbst, wie es deine Vergangenheit gut aufzeigt. Ein Erfinder hat eine möglichst detaillierte Vorstellung von dem, was er erschaffen will. Er lässt es immer wieder als geistiges Bild vor seinen Augen erscheinen, bevor es eines Tages als fertig funktionierende Form im Außen umgesetzt ist. Wenn du einen Samen legst, willst du auch vorher wissen, was du erntest. Wähle also zunächst eine bildliche Vorstellung von dem, was du erreichen willst. Verankere dieses Bild in deinem Inneren. Lass es immer wieder vor deinem geistigen Auge erscheinen. Somit wird es irgendwann Form im Außen annehmen. Lass dieses Bild so klar, so genau und vollkommen wie möglich erscheinen und halte dich daran fest. Es wird wachsen und all die Kräfte anziehen, die es für seine Entwicklung braucht. Du wirst Führung finden und das Richtige zu einer angemessenen Zeit auf die richtige Weise tun. Gefühle schenken deinen Gedanken Energie. Der Wille hält dich auf Kurs, bis ein Bild im Außen immer mehr wächst. Auf diese Weise entwickelst du Glauben und Zuversicht, welche die Ausdauer und den Mut hervorbringen für das, was noch nicht ist. Daraus entsteht eine starke Konzentrationsfähigkeit, die Gedanken verhindert, welche diesem neuen Bild nicht zuträglich sind. Konzentriere dich nicht auf das, was du nicht willst, sondern auf das, was du willst. Stelle dir Fülle vor und wie sie sich anfühlt und deine Lebensumstände verändert. In der 9. Übung lernst du, dir ein Bild einer zukünftigen Situation oder Begebenheit in deinem Leben bewusst vorzustellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass du es mit Leichtigkeit machst, wie ein Kind, das sich mit Freude etwas vorstellt, was es gerne haben möchte. Streng dich dabei so wenig wie möglich an, dann wirst du große Erfolge damit erzielen. Die Herausforderung diesmal ist es, dich spielerisch mit einem Bild zu befassen. Und wenn es verblasst oder andere Gedanken das Bild stören, die Übung einfach zu wiederholen, bis sich das Bild immer genauer darstellt.
begib dich an deinen ruhigen Ort und setze dich bequem und aufrecht hin. Visualisiere einen Freund oder eine Freundin, so wie du ihn oder sie zuletzt gesehen hast. Stell dir die Umgebung oder den Raum vor, wo ihr euch getroffen habt, und erinnere dich daran, worüber ihr gesprochen habt. Erinnerst du dich noch an sein oder ihr Gesicht? Mach dir ein Bild des Gesichts bei einem Gespräch über ein Thema, das euch beide interessiert. Beobachte die Veränderungen im Gesicht. Sieh zu, wie sich ein Lächeln formt. Kannst du diese Übung schon ziemlich gut? Wenn dem so ist, mach spielerisch weiter. Erzähle deinen Freund oder deiner Freundin etwas Interessantes, vielleicht ein Abenteuer. Siehst du den Spaß in seinen oder ihren Augen aufblitzen? Du bist schon gut darin, diese Übung zu meistern? Dann verfügst du über eine hervorragende Vorstellungskraft und machst ausgezeichnete Fortschritte. Nun wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.